Willkommen in Nauders am Reschenpass. Altbewährtes Um- und Neulernen ist das heutige Thema. Und ich möchte einen Konnex zum Snowboardfahren herstellen. In vielen Workshops habe ich immer wieder damit zu tun, dass altbewährte Muster, altbewährte Gewohnheiten neu oder umgelernt werden sollten. Vor allem im laufenden Rechnungswesen. Und auch in der laufenden Lohnabrechnung, wo sich ja eine ganze Menge tut, auch technologisch. Und man ganz, sagen wir so, bekannte Dinge neu oder anders machen kann und soll. Ich selbst habe vor ein paar Wochen eine ähnliche Erfahrung gemacht und möchte meine Erfahrungen jetzt in Beziehung setzen zum Kanzleigeschehen. Im Rahmen meiner Skilehrerausbildung habe ich auch den Snowboardlehrer gemacht. Bin seit 30 Jahren Snowboard gefahren und habe geglaubt, dass ich das ja ganz gut kann und auf meine bewährten Muster zurückgreifen kann. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Snowboard-Ausbildung mit Freestyle-Boards stattfindet. Ich bin immer mit Alpine-Boards gefahren und dass dort auch Slopestyle, das heißt ein paar Tricks, gefordert sind. Und ich habe dann an der eigenen Haut verspürt, wie das ist, etwas, das man kann und seit vielen Jahren gemacht hat, neu lernt bzw. umlernt. Wie ist es mir ergangen, abgesehen vom Muskelkater von mehreren Tagen? Mir hat wirklich sehr geholfen, dass erstens jemand da war, der es mir gezeigt hat, dass er ein guter Ausbilder. Zweitens, dass derjenige mir auch Feedback gegeben hat, also mir gesagt hat, ob es gut oder schlecht war und das relativ schnell. Weiters hat mir geholfen, dass es eine Gruppe gegeben hat, die mich immer wieder ein bisschen gepusht hat. Wir haben da in der Gruppe auch geübt. Viertens hat mir geholfen, dass es ein klares Ziel gegeben hat, und zwar eine Prüfung zu schaffen, also einen Termin bis dorthin es zu schaffen. Und fünftens war natürlich Üben, Üben, Üben gefragt. Und ich glaube, so geht es jedem, der altbewährte Muster, sei es jetzt beim Snowboardfahren oder sei es in der Arbeit, verändern möchte. Es hilft ungemein, wenn jemand da ist, der das schon kann und einem zeigt, wie es geht und auch vormacht. Wenn er oder sie auch noch schnell und gut und konstruktiv Feedback gibt, dann ist man vom guten Weg. Wenn es dann auch noch ein Team gibt, das ähnliche Erfahrungen macht und die sich auch austauschen mit Lernerfahrungen und dann man auch noch bereit ist zu üben, 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 dabei einen konkreten Termin hat, bis dorthin etwas geschafft zu haben, na dann sind Änderungen möglich. Voraussetzung für all das ist natürlich die Motivation und die setze ich mal voraus, dass jeder auch die Veränderungen haben möchte. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber mit diesen 5 Bausteinen ist es sehr wahrscheinlich, dass man neue Verhaltensmuster lernt. Selbst als 55 plus auch noch zumindest Ansätze von Slopestyle Snowboarden lernen kann. Daher werden, so hoffe ich doch, die meisten Menschen, wenn nicht alle in der Steuerberatung, auch mit ganz gewissen Rahmenbedingungen neue Verhaltensmuster um- und neu lernen können. Schöne Grüße von Nauders am Reschensee.